Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 23. Oktober 2024. Die Welt verändert sich, die Gewichte werden neu balanciert, die Karten neu gemischt und eine ganz wichtige Rolle in dieser Weltunordnung spielen die BRICS-Staaten. BRICS, das ist der Verbund des globalen Südens, gegründet und angeführt von Russland und China. BRICS seit 2006 ein Faktor, im Westen eher belächelt, aber da formiert sich etwas, da ballt sich vielleicht etwas zusammen, eine Kampftruppe gegen den Westen oder aber ein bloßer Selbsthilfeverein für wirtschaftliche Beziehungen, sozusagen ein Alternativmodell zum Amerika-zentrierten und auch Amerika-dominierten Westen. Das sind die ganz großen Fragen. Und jetzt findet dieser Tage bis morgen exakt ein Gipfeltreffen, das jährliche Gipfeltreffen der BRICS-Staaten hier in Kasan statt. Das übrigens die Akkreditierung dieses ja doch meist beachteten außenpolitischen Ereignisses vor den US-Wahlen. Ich bin gestern angekommen mit sehr, sehr vielen Gästen aus allen Teilen der Welt. Im Flieger von Dubai nach Kasan habe ich mich länger unterhalten mit dem politischen Beauftragten des südafrikanischen Staatsfernsehens. Sehr interessant. Südafrika auch ein Gründungsmitglied. Brasilien gehört dazu, China, Indien und eben Russland. Präsident Putin hält Hof in Kasan. Kasan, eine berühmte Stadt in Russland, eines der florierenden Wirtschaftszentren, rund 800 Kilometer östlich von Moskau gelegen und über Jahrhunderte das Hauptquartier der Mongolenherrschaft in Europa. Die Mongolen, die einstmals wie aus dem Nichts sozusagen über diese fruchtbaren Ebenen, vor allem des östlichen Europas, hergefallen sind, die damaligen Bewohner, zum Teil schon hochentwickelte mittelalterliche Königreiche, hatten dem nichts entgegenzusetzen. Die Kiewer Rus zum Beispiel, also diese Wiege der russischen Kultur, auf die sich heute alle beziehen, die Ukrainer, die Weißrussen und die Russen, mit Kiew als alter Metropole, also alter Hauptstadt. Diese Kiewer Rus ist eben auch dem Ansturm der Mongolen, der späteren Tataren, wie es hieß, 1240 zum Opfer gefallen. Und eben in Kasan haben diese Mongolen residiert, die Goldene Horde, die eine Klientelwirtschaft, eine Klientelherrschaft aufgezogen haben. Unter ihnen durften da die europäischen bisherigen Fürstenhöfe weiter regieren, aber sie mussten eben Tribut zahlen und an diesen Höfen, Mongolenhöfen, das Knie beugen. Übrigens ganz interessant, wenn wir schon dabei sind, warum sind diese Mongolen eigentlich über Europa hergefallen? Das hat eben Ursprünge ganz, ganz weit im Osten in den asiatischen Steppen. Da gab es nämlich eine Niederlage eines mongolischen Heeres gegen die Chinesen und die Überbleibsel dieser geschlagenen Armee sind dann westwärts gerungen mit den bekannten Auswirkungen. Das war ja eine Landplage, das hat Angst und Schrecken, angstumwölkte Reiterhorden, eben die Goldene Horde hier in Kasan mit einem sehr großen, auch architektonischen Erbe. Es ist prächtig, ich habe erst einen Teil der Stadt gesehen, an einer Flusskreuzung gelegen, unter anderem an der Wolga mit einem Kreml, der sich da auf einem Hügel erhebt, sonst alles topfeben, hier riesige Flächen hingestreckt und da eben die Millionenstadt Kasan. Aber es ist sehr, sehr imponierend, was für eine Architektur hier zu besichtigen ist. Auch die Altstadt erinnert etwas an Moskau, schon nicht ganz so europäisch vielleicht und so prächtig und natürlich auch verdichtet, aber man sieht die Spuren der Hochkultur und die ja, letztlich Folgen einer über Jahrhunderte hinweg sehr regen Handelstätigkeit. Übrigens auch die Universität, ganz bekannt, eine Art Oxford des Ostens. Hier haben studiert unter anderem Leo Tolstoi
und Lenin, der Schriftsteller und der spätere Revolutionsführer. Präsident Putin hält Hof, rund zwei Dutzend Staats- und Regierungschefs marschieren auf, darunter Xi Jinping, dann Modi aus Indien. Brasiliens Lula musste sich kurzfristig entschuldigen wegen einer Kopfverletzung. Es sind also sehr potente Staatsmänner hier, und das zeigt doch, dass die Einschätzung, Russland sei isoliert oder gewissermaßen abgeschnitten vom Rest der Welt, diese Diagnosen erweisen sich als falsch. Das ist ein ziemlicher Triumph, glaube ich, kann man jetzt schon sagen. Allein die symbolträchtigen Bilder, wer hier alles kommt. Und das zeugt auch von einem gewissen Selbstvertrauen, was die BRICS hier demonstrieren. Wohin und eben in welche Richtung sich dieser Verbund entwickelt, das können wir noch nicht sagen. Das bleibt auch abzuwarten. Ich glaube nicht, dass jetzt große Würfe hier zu erwarten sind, auch in den Schlusskommuniqués. Der heutige Mittwoch steht im Zeichen von China. Morgen wird dann vor allem der globale Süden diskutiert. Aber es ist eben interessant, dass wir da etwas auch aus unserem Schrebergarten, aus unserer westlich dominierten Sphäre hinausgehen. Ich bin gespannt, wie viele andere Schweizer Journalisten hier dabei sind. Ich weiß zum Beispiel, dass Peter Hänseler, Ihnen bekannt, der Unternehmer und Anwalt, mit seinem Portal Voice from Russia präsent ist, sogar mit mehreren Kollegen, der da etwas aufgebaut hat. Wir werden uns sicherlich auch noch treffen im Verlauf dieser Veranstaltung. Vielleicht sind auch andere noch da. Bei uns hat es sich ja eingebürgert, diese BRICS etwas naserümpfend, überheblich wegzuwischen. Ich würde einfach warnen vor einer trügerischen Arroganz hier. Ist doch interessant, da bewegt sich etwas, da verlagert sich etwas. Und vielleicht letzte einleitende Bemerkung, das muss dem Westen natürlich zu denken geben, dass seit Eskalation der Feindseligkeiten in der Ukraine eben nicht immer mehr Länder den Standarten der Amerikaner und der Westler folgen, sondern ganz im Gegenteil, die angeblichen Bad Guy, die Schurkenstaaten Russland und China, die erfreuen sich da über Zulauf. Natürlich balanciert ein Indien gelenkig zwischen West und Ost. Aber es ist einfach nicht so eindeutig, und gerade der selbstverliebt auftretende Westen, wir sind die Freiheitsfackel der Welt, ja, warum wollen denn von dieser Freiheit nicht noch mehr Länder sich beglücken lassen? Warum sind denn die angeblich so bösen China und Russland eine valable Alternative für viele Länder? Auch die Türkei, NATO-Staat, möchte ja bei den BRICS dabei sein. Das zeigt doch, dass die westlichen Schalmeienklänge, die Freiheitsschalmeien, auch schon verführerischer klangen als heute. Was sind die großen Themen? Auch in der Schweiz, ich habe hier natürlich Einblick in alle Portale. Wichtig, wenn Sie in Teilen Europas Russia Today und russische Nachrichtenangebote nicht lesen können, ist das hier möglich. Ich hatte überhaupt kein Problem, über das WLAN-System in meinem Hotel da in die westlichen Portale hineinzukommen, in denen ja sehr, sehr kritisch über Russland berichtet wird. Auch ein kleines Indiz, sagt nicht alles, aber sagt doch etwas. Laut Tamedia schlägt der Schweizer Nachrichtendienst in seinem Jahresbericht Alarm. Das sicherheitspolitische Umfeld habe sich massiv verschlechtert. Die Rede ist von akzentuierter Terrorgefahr und man wartet vor eurasischen Autokratien. Eurasisch, man spürt irgendwie einen rassistischen Unterton. Die Schweiz sei deutlich weniger sicher als vor ein paar Jahren. Die eurasischen Autokratien, die eurasischen Autokratien, da kommt sie schon wieder. Die gelbe Gefahr, die goldene Horde, die eurasischen Autokratien. Ja, solche Stereotypen schwingen natürlich bis heute mit. Und die gelbe Gefahr übrigens, dieser ja offen rassistische Ausdruck, der ist eine Anlehnung an jene Mongolenzeit. Ich glaube, Wilhelm II., der deutsche Kaiser, der letzte, hat diesen Begriff, diese Formel, diese Schreckformel popularisiert gewissermaßen ins kollektive Unterbewusstsein des damaligen Europa hineinmassiert. Die eurasischen Autokratien wollen den Einfluss der USA zurückdrängen. Dabei spielen auch die US-Wahlen sicher eine Rolle. Spionagemäßig seien Russland und China in der Schweiz am aktivsten. Selbstverständlich nicht die USA, die damals Kanzlerin Merkels Telefon abgehört haben. Und dann will der Chef des Nachrichtendienstes Christian Düsse vor allem mehr Stellen, nämlich 150. Schließlich hat er erst 438 Mitarbeiter. Andreas Glarner, der Präsident der kantonalen SVP
im Aargau ist der ganz große Triumphator dieses Wahlwochenendes. Ich habe gestern gewürdigt den Martin Bäumle zu Recht für die Gründung seiner grünliberalen Partei, die am Samstag ihr 20-jähriges Bestehen feiern konnte, unter anderem als Laudator und Redner geladen, kein geringerer als der frühere Bundesrat und SVP-Exponent Christoph Blocher. Der wird jetzt auf seine fortgeschrittenen Tage noch zur Kultfigur, zum Gratulanten überall. Er ist sehr gefragt, wenn ich mit Christoph Blocher spreche, sagt er mir, er habe laufend Einladungen. Natürlich auch hier zu Recht eine der ganz prägenden Figuren der schweizerischen Geschichte. Und allmählich merken Sie auch die anderen. Wir haben ja bei der Weltwoche schon etwas früher, nämlich vor ziemlich genau 20 Jahren, entsprechende Akzente gesetzt. Um Himmels Willen, wie sind wir damals noch geprügelt worden als die Blocher-Hofschranzen und was weiß ich nicht alles. Und heute stehen Sie Schlange bei diesem Jahr tatsächlich sehr, sehr beeindruckenden Schweizer, bei diesem Unternehmer und Politiker, Familienvater, Offizier. Er hat ja eigentlich alles zum Erfolg geführt, was er in seinem Leben angefasst hat. Das sind eben Ausnahmeerscheinungen. Nicht in blochersche Stratosphäre, aber trotzdem sehr, sehr beachtlich. Hier der Andreas Glarner, das ist ja so etwas wie eine Lieblingsreizfigur in der Schweizer Politik. Er hat in dieser Hinsicht Christoph Blocher, vielleicht den früheren Blocher, auch etwas abgelöst. Und er ist eben als Präsident der SVP Aargau auch durch viele Stürme gegangen, Auseinandersetzungen. Aber dieser Andreas Glarner, das müssen auch seine Gegner ihm attestieren, hat jetzt einen großen Sieg eingefahren mit 34% der Stimmen, ein Allzeithoch erreicht im Kanton Aargau und das im bevölkerungsmäßig viertstärksten Kanton der Schweiz. Die SVP ist mit 5 Mandatsgewinnen mehr als doppelt so stark als die zweitplatzierte SP. Übrigens hat auch die FDP mit einem Mandatsgewinn gut abgeschnitten. Eine wirklich gute, ein Zeugnis für eine wirklich gute bürgerliche Politik. Es ging ja, und es würde sich eben auszahlen, wenn die FDP eben auch sich löste da etwas von diesen Zeitgeistverführungen, denen man immer wieder gelegentlich zu erliegen scheint. Glarner, sonst ja, der Prügelknabe der Nation, vor allem der Medien, hat seine größte Stunde erlebt. Jetzt fallen die Journalisten wieder über ihn her. Ich lese, er habe auf X eine Mitte-Politikerin genannt, die straffällige Ausländer einbürgen wolle. Jetzt macht sie auf Opfer und klagt über Todesdrohungen. Das ist hierzulande immer noch das Beste. Du musst als Politiker einfach über Todesdrohungen jammern, dann hast du die Schlagzeilen und die Sympathie der Medien. Wer etwas ist allerdings und wer seinen Job auch ernst nimmt, in der Politik ganz hoch hergeht, der spricht eben nicht darüber, wenn er bedroht wird, sondern zeigt einfach an und lässt die Polizei ihre Arbeit machen. Die Instrumentalisierung da der Spannungen, die erfüllt mich immer mit Misstrauen. Aber Andreas Glarner, wirklich ein bedeutender kantonaler Parteipräsident, der nicht die Anerkennung bekommt, weithin, die er eigentlich verdient, was immer auch ein Zeichen dafür ist, dass er seine Sache gut macht. Stefan Rossini gibt seinen Posten als Chef des Bundesamts für Sozialversicherungen ab. Grund ist, dass im Sommer ein Rechenfehler bei der Zukunft der AHV passiert sei. Der Walliser hat die Finanzen der AHV zu pessimistisch eingeschätzt. Offenbar wurde die Departementschefin Bohm-Schneider erst 2 Monate zu spät darüber informiert, was das Vertrauen erschüttert haben mag. Ich persönlich bin nicht unbedingt ein Freund der Null-Fehler-Politik, weil das führt einfach dazu, dass die Untergebenen ihren Chefs, den Bundesräten, meistens gar nichts mehr sagen, wenn sie damit rechnen müssen, dass sie rausfliegen. Also man informiert weniger offen, wenn man von der Kündigung bedroht ist. Ich weiß auch nicht, ob dieser vorzeitige Rücktritt von Rossini nötig ist. Man sollte viel eher mal die Frage stellen, warum im Bundesamt für Sozialversicherung ständig SP-Genossen platziert werden. Deutlicher Kommentar in der Neuen Zürcher Zeitung zu den geplanten Steuererhöhungen auf der beruflichen und privaten Vorsorge. Die finanziellen und staatspolitischen Folgen wären immens. Denn man hat die Säule 3a den Bürgerinnen und Bürgern immer schmackhaft gemacht, dass sie Selbstverantwortung tragen und aufs Alter sparen sollen. Jetzt will der Staat beim Kapitalbezug in mehrfacher Höhe als bisher dreinlangen und das Geld, das einzig und allein den Sparern gehört, weit höher
besteuern. Eigentlich dürfte Bundesrätin Karin Keller-Sutter solche bürgerfeindliche Vorschläge erst gar nicht zulassen. Der fette Staat muss endlich den Gürtel enger schnallen. Meine Damen und Herren, das war's vom Weltwoche Daily Schweiz für heute. Jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Ich freue mich, bleiben Sie dran. Und ja, wir sehen uns. Ich melde mich zurück.